Hallo und Ihnen allen ein ganz herzliches Willkommen zu unserer Talkrunde vor der Bundestagswahl hier in der IHK des Saarlandes in Saarbrücken. Die Bundestagswahl steht bevor. Es wird ein neuer Bundestag gewählt und die seit 16 Jahren amtierende Bundeskanzlerin tritt nicht zur Wiederwahl an. Es wird also Veränderungen geben, einen Neuanfang. Unser Land befindet sich gerade inmitten von Veränderungen. Die neue Bundesregierung wird mit einer Reihe an gesellschafts-, wirtschafts- und auch finanzpolitischen Herausforderungen konfrontiert sein. Einige dieser Themen interessieren und betreffen uns als Wirtschaft auch ganz direkt. Und darüber wollen wir sprechen mit saarländischen Politikerinnen und Politikern. Ich diskutiere dazu zunächst mit verschiedenen Direktkandidatinnen und Direktkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien, bevor wir dann am 13. September auf der etwas größeren Bühne dann in der Kongresshalle mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten eben dieser Parteien diskutieren werden. Die wirtschaftspolitischen Themen, zu denen wir dann miteinander sprechen werden, die basieren einerseits auf unserem ganz engen Dialog mit unseren Mitgliedsunternehmen und andererseits auch auf einer ganz aktuellen Befragung der Saarwirtschaft hinsichtlich ihrer Erwartungen an die Politik. Und diese Erwartungen, das kann ich an dieser Stelle schon mal vorausschicken, die sind sehr hoch. Es wird großer Handlungsbedarf gesehen, um Deutschland fit zu machen, um den Wirtschaftsstandort auch wettbewerbsfähig zu machen für die Zukunft. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, Christian Petri von der SPD. Guten Tag. Sie sind seit 2014 Mitglied des Deutschen Bundestages, sind europapolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, seit März 2018 auch Generalsekretär der SPD Saar und darüber hinaus sehr engagiert in zahlreichen Aktivitäten, die ich alle jetzt noch nennen könnte. Mein Gast heute sind Sie als Direktkandidat für den wunderschönen Wahlkreis 298 St. Wendel. Herr Petri, bei allem, was ich über Sie lese, kommen zwei Dinge immer wieder ganz klar raus. Sie sind überzeugter Europäer. Europa ist Ihnen eine Herzensangelegenheit und Sie sind mit Leib und Seele Saarländer. Was kann denn Europa vom Saarland lernen, vielleicht auch von der Mentalität der Menschen hier? Wir liegen im Herzen Europas, aber wir sind natürlich auch eine Region mit einer wechselhaften Geschichte. Diese wechselhafte Geschichte hat oft dramatische Folgen in den Familien gehabt und hat dazu geführt, dass die ganz lange stabile Zeit des Friedens in einem vereinten oder einigen Europa hier der Region gut getan hat. Und die Hintergründe sind oft in den Familien noch vorhanden, wie man, sag ich mal, Probleme einer Region durch die Wehen der Geschichte eben vermeiden kann. Und davon kann man sehr viel auch in Europa verwenden, denn es gibt an allen Ecken und Kanten immer wieder Reibereien, Konflikte am Rande Europas, aber auch in der Zentrale. Und da, glaube ich, können wir mit unserem Erfahrungsschatz durchaus Gutes beitragen. Jetzt sind Sie schon sehr lange auch politisch aktiv. Was hat Sie damals bewegt, sich politisch zu engagieren? Also das war 1979. Da war ich zum ersten Mal bei den Jusos dabei. Das war die Zeit, in der es den NATO-Doppelbeschluss gab und die Anti-Atomkraft-Bewegung groß wurde. Da waren wir als Jugendliche alle mit dabei. Helmut Schmidt war Kanzler, der hat uns, sag ich mal, zu weit rechts gestanden. Wir hätten da lieber den direkten Ausstieg aus der Atomkraft, keine Aufrüstung. Und das hat mich an die Politik herangebracht und dann ist die Themenbreite einfach immer größer geworden. Das haben Sie mit 15 so schon vollumfänglich überblickt? Mit Sicherheit nicht. Aber der Einstieg war da und dann ging es Jahr für Jahr weiter, bis dann, sage ich mal, der politische Einstieg in die Kommunalpolitik 1989 begann. Und das hat dann einfach auch dazu geführt, dass ich mich auch beruflich in dem Bereich später bewegt habe. Herr Petri, wir haben im Vorfeld eine Umfrage hier auch in der Saarwirtschaft gemacht. Viele Unternehmen treibt es gerade mit Sorge um, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland in den letzten Jahren an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat. Das ZEW, Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, kommt in der diesjährigen Standortstudie auch zu dem Ergebnis: Von den 21 untersuchten Industriestaaten ist Deutschland auf Platz 17, hat im Vergleich zu 2016 zur letzten Studie auch 5 Plätze verloren. Auch der Global Competitiveness Report des Weltwirtschaftsforums zeigt einen Abwärtstrend. Das muss doch eigentlich aufrütteln. Hat es die Politik
in Deutschland vielleicht ein bisschen zu stark in den letzten Jahren, abgesehen auf Verteilung des Wohlstands, also auf das Setzen von wirtschaftsfreundlichen Rahmenbedingungen, die notwendig sind, um Wettbewerbsfähigkeit zu sichern? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, denn vieles, was Sie an Wettbewerbssicherung ansprechen, hat auch mit Geld zu tun. Ob es da Förderkulissen sind, ob es Rahmenbedingungen sind, die Infrastruktur, die Anbindung, die Voraussetzungen für wirtschaftliches Tätigsein in einem Land herstellen. Da ist sehr, sehr viel getan worden. Da ist die Investitionssumme und die Bereitstellung von Kreditmöglichkeiten über die KfW so hoch wie nie und auch in den letzten Jahren, spätestens nach der Finanz- und Staatshaushaltskrise, sehr stark und sehr hoch gewesen, in der letzten Wahlperiode mit Rekordzahlen versehen. Daran kann es nicht gelegen haben. Das Zweite ist, möglicherweise, sage ich mal, sind auch die Standortbedingungen für die einzelnen Unternehmen auch im weltweiten Wettbewerb tatsächlich etwas härter geworden. Denn die Voraussetzungen, die wir hier, glaube ich, in Deutschland haben, mit einem Land mit hohem Wohlstand, sind in anderen Ländern, wo die Kostenseite, sag ich mal, für Unternehmen sich anders darstellen, vielleicht dort etwas anders und für ein Unternehmen, für ein Tätigwerden möglicherweise auch etwas besser. Ich würde es noch mal so ein bisschen spezifischer eingrenzen. Ich denke, für die erfolgreiche Bewältigung der strukturellen, auch der digitalen Transformation brauchen wir wirklich das Potenzial von kreativen unternehmerischen Lösungen. Einerseits klar im Unternehmensbestand, andererseits aber auch, was so innovative Startups anbelangt. Der Gründerfunke, nach meiner Wahrnehmung, will hier nicht so richtig zünden. Auch im Saarland nimmt die Zahl an IT-Neugründungen ab. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Wahlprogramm recht selbstbewusst, dass Deutschland ein führender Startup-Standort in Europa werden soll. Wenn man jetzt die heute führenden Start-up-Standorte in Europa kennt, die ticken etwas anders, die haben andere Rahmenbedingungen. Hier hat man eher das Gefühl, dass wenn wir mal erfolgreiche Gründungen haben, dass die eher trotz der Rahmenbedingungen und nicht wegen der Rahmenbedingungen erfolgreich sind. Wie würden Sie den Gründergeist hier noch weiter wecken in Deutschland? Ich glaube, es gibt sogar in Deutschland regionale Unterschiede. Wenn ich mir Berlin betrachte, gilt das tatsächlich als Hochburg. Viele Start-ups, viele Gründer kommen nach Berlin. Einmal ist die Stadt offensichtlich sehr attraktiv, finde ich übrigens auch. Zum anderen ist aber dort offensichtlich die Rahmenbedingungen so, dass man das dort machen kann. Das sieht vielleicht in anderen Gegenden anders aus. Es ist auch, sag ich mal, so ein bisschen eine Mentalitätsfrage und ich glaube, da können wir auch viel dazu beitragen, dass der Mut etwas stärker wird. Ich habe mal Anfang der 80er Jahre den Einstieg ins Studium Mathematik mit dem Fach Informatik gehabt und da war der Spruch, der Mülleimer des deutschen Informatikstudenten ist am Ende voll am Abend, weil er immer etwas probiert und dann wieder neu probiert und bei dem Amerikaner ist er leer, weil er alles versucht umzusetzen. Und das war die Euphorie Silicon Valley und so weiter. Ist eine Mentalitätssache. Ich glaube, da können wir auch etwas dafür beitragen, dass wir die Rahmenbedingungen für junge Menschen, vor allem die sich mit Mut an die Sache herangehen, etwas besser gestalten. Ich glaube, auch hier hat es wieder viel mit Geld und Möglichkeiten zu tun. Und da, glaube ich, können wir einiges auch in der Zukunft bieten und verbessern. Sie haben den Mut angesprochen. Wir hören aus der Saarwirtschaft hier auch immer wieder die Rückmeldung, vielleicht fehlende Risikobereitschaft junger Menschen. Ich selbst habe da auch manchmal den Eindruck, wenn ich da ins Gespräch gehe, dass da häufig die Versorgungssicherheit angestrebt wird und vielleicht nicht das eigene Unternehmertum. Da gibt es wahrscheinlich außer dem Geld auch noch weitere Faktoren, auch fehlende Kultur des Scheiterns. Mit Sicherheit. Ich sag, das wird natürlich nicht von heute auf morgen mit dem Schalter umlegen funktionieren, also dass man sich einfach traut, macht. Die Rahmenbedingungen kann man vielfältig angehen. Ich mache mal ein Beispiel, das vielleicht nicht unbedingt nur für das Start-up gilt, aber für Unternehmensübernahme. Also ich habe das jetzige Erbschaftsrecht abgelehnt, weil es mir nicht gefallen hat. Es hat nämlich einen entscheidenden Nachteil bei Betriebsübergängen. Und da muss man tatsächlich in der neuen Wahlperiode was tun, dass also auch junge Menschen Betriebe übernehmen kann, wo es keine Nachfolge gibt und in dem Betrieb dann ihre Ideen verwirklichen können. Also Verwandtschaft könnte auch Verwandtschaft im Geiste sein und so steuerlich behandelt werden. Also das wären Möglichkeiten, die man angehen kann, die auch auf der Agenda stehen, um vielleicht auch dort wieder einen Anreiz zu bieten, dass jemand, der den Mut hat, dann ihn auch praktisch umsetzen kann.
Verwandtschaft im Geiste ist ja auch jetzt gerade in der Diskussion bei der Rechtsform um die, ja, um das gebundene Vermögen. Würden wir nachher auch nochmal bei der Erbschaftssteuer drauf kommen. Eine ganz konkrete Idee, die uns häufiger auch hier aus der Saarwirtschaft gegenübergebracht wird, ist ein Startup-Check bei allen neuen Gesetzen, Vorschriften, Regelungen, dass man hier im Rahmen einer Folgeabschätzung auch spezifisch mal guckt, inwieweit auch Startups hier zumindest nicht benachteiligt, eher noch gefördert werden. Wie stehen Sie dazu? Da wäre ich selbstverständlich offen dafür, wobei ich mir es jetzt nicht genau konkret vorstellen kann. Gesetzestechnik habe ich mal bearbeitet. Das ist ein bisschen tröge. Da ist irgendwann neben dem familien- und frauenpolitischen Ansatz, der immer überprüft werden muss, auch die Nachhaltigkeit als Pflichtüberprüfung reingekommen. Jetzt noch ein Start-up-Check. Macht die Sache auch nicht einfacher im Gesetzgebungsverfahren. Und ein Digitalisierungscheck. Digitalisierungscheck auch noch. Da kann man alles machen, wenn es sinnvoll ist, muss ich ehrlich gesagt genau wissen, was da denn gecheckt werden soll. Zum Thema Gründungen und auch finanzielle Förderung nach einer Gründung haben wir einen kleinen Einspieler aus der Wirtschaft vorbereitet. Greentech-Startups aus dem Anlagenbau haben in Deutschland große Schwierigkeiten, die Hürde zwischen Prototypenbau und Markteintritt zu überwinden. Ausgegründet aus der Hochschule benötigen sie erste Referenzen, um für mehr Bewusstsein und Akzeptanz im Markt zu sorgen. Potenzielle Kunden sehen sich jedoch mit hohen Risiken, großen Investitionen und einer fehlenden Validierung des Geschäftsmodells im Anlagenbetrieb konfrontiert. Genehmigungs- und Zertifizierungsverfahren machen zudem den Vertriebsprozess sehr langwierig und zäh. Wir wünschen uns von der neuen Bundesregierung, dass diese ein extra Programm einrichtet, welches unbürokratisch und im Anschluss an Exist die Installation von Pilotprojekten auf kommunaler Ebene fördert. Was halten Sie davon? Ich würde mich der Frage von Frau Ackermann da einfach anschließen. Was halten Sie davon? Also zum einen glaube ich, dass wir über die Fördermöglichkeiten der Kreditanstalt für Wiederaufbau, aber auch über die ordentliche Ausstattung kommunaler Strukturen hier die finanzielle Frage, die angesprochen wurde, durchaus verbessern können. Mhm. Gerade im Saarland wäre es sinnvoll, die von Olaf Scholz vorgeschlagene Altschuldenübernahme zu tätigen, damit Kommunen auch ihre regionale und kommunale Wirtschaftsförderung stärken können, weil sie vor Ort individuell, glaube ich, am besten handeln können. Das andere ist die Frage Bürokratieabbau wurde hier genannt oder bürokratische Hemmnisse. Dauerbrenner haben wir immer. Ich glaube, seitdem es Bürokratie gibt, wird darüber nachgedacht, wie man sie vereinfachen kann. Viele haben das Gefühl, dass es aber immer komplizierter wird. Also auch da, glaube ich, ist was zu tun. Und die da kommen Frage, wir nachher noch mal drauf. Ja, die Frage der Risikoübernahme, was, glaube ich, in der Frage auch drin war, da muss man tatsächlich sehen, ob wir ausreichend Übernahmemöglichkeiten oder Abfederungsmöglichkeiten über unsere Förderkulisse bzw. über unsere Bankenkulisse darstellen können. Wenn wir da etwas verbessern, das steht zumindest, so habe ich es verstanden, auch in der Agenda unseres Programms drin, dass wir da auch entsprechend das mit entsprechenden Mitteln unterlegen können. Wir hatten jetzt schon häufiger mal über Finanzierungshilfen gesprochen. Mhm. Wenn ich mir jetzt den Strukturwandel in der Industrie mal anschaue, gerade auch in der Automobilwirtschaft, dann müssen wir anerkennen, dass die Unternehmen hier vor gewaltige Herausforderungen gestellt werden. Personell, auch technologisch, aber auch finanziell. Die Milliardenhilfen des Bundes jetzt auch für die Zuliefererbetriebe, die sind ein Baustein, auch ein ganz wichtiger Baustein, aber das alleine reicht ja nicht aus. Mit welchen anderen Maßnahmen würden Sie denn die strukturelle Transformation flankieren? Also das eine ist natürlich die europäische Ebene, denn wir werden es als Deutschland sicher alleine nicht können. Das ist auch hinterlegt in den europäischen Strategien des mehrjährigen Finanzrahmens, des New Green Deals und der Aufbauprogramme. Hier werden die Transformationen, die wir tatsächlich so gestalten wollen, das ist unser Wunsch, dass am Ende natürlich die Beschäftigung einen hohen Beschäftigungsgrad weiterhin in der Industrie vorhalten kann, dass das weiterhin gute Arbeit ist, auch in unserer Region. Und dass dann quasi die Transformationskosten, die sehr hoch sind, Sie haben den Stahlbereich ja genannt, da reden wir von einigen Milliarden Euro, die Firmen sicher nicht alleine tätigen können, dass die dann durch die Europäische Union und die Bundesrepublik Deutschland gemeinsam gestemmt werden. Wir arbeiten mit den französischen Partnern zum Beispiel zusammen, ganz konkret mit den Partnern auf der Chemieplattform Carling,
die also mit der Dillinger Hütte zusammen Projekte anmelden in der Transformation zu grünem Stahl. Dort brauchen wir natürlich dann die entsprechende Förderkulisse, die hinterlegt ist im New Green Deal und in den unseren Wiederaufbauprogrammen. Jetzt hatten Sie Beschäftigungsgrad auch angesprochen. Das bringt mich auf das Thema Mindestlohn, beträgt aktuell 9,60 Euro, wird dann zum 1. Juli 2022 angehoben auf 10,45 Euro. Das ist ein Zuwachs von 9%, der Ihnen, Ihrer Partei, noch längst nicht genug ist. Sie fordern 12 Euro Mindestlohn. Steckt dahinter eine Kalkulationsgrundlage oder ist das Teil eines politischen Überbietungswettbewerbs? Eher eine Kalkulationsgrundlage, aber es gibt den Überbietungswettbewerb. Wenn wir 12 sagen, sagen andere 13. Sagen wir 13, werden andere 14 sagen. Das ist so. Im Hintergrund, und ich glaube, 12 ist dann tatsächlich schon eine wirklich sehr tiefe Grenze, ist, dass jemand mit einem solchen Lohn ein Berufsleben durchlaufen kann und dann später nicht in Altersarmut fällt, sondern auch nicht abhängig sein wird von weiterer staatlicher ergänzender Unterstützung. Aha. Dass also der Lohn letztlich altersfest wird. Das ist eigentlich die Berechnungsgrundlage. Die 12 haben wir nicht erfunden, sondern der DGB hat sie letztlich ausgerechnet für sich und als Forderung der Gewerkschaften, denen wir uns angeschlossen haben, quasi errechnet. Insoweit ist das eigentlich der Maßstab. Der wird sich dynamisch verändern, nach oben auf jeden Fall, je nachdem, wie sich die Entwicklung auch bei den allgemeinen Löhnen und den allgemeinen Kosten darstellt. Jetzt haben Sie gesagt, 12 Euro ist so der Lohn, den einer braucht, ohne jetzt weitere Subventionen zu bekommen. Wenn ich mir jetzt Länder angucke, die einen hohen Mindestlohn haben, wie das Vereinigte Königreich, auch wie Frankreich. Frankreich ja, hat hohe Lohnsubventionen, es ist 1% des Bruttoinlandsprodukts. Brauchen wir in Deutschland auch Lohnsubventionen? Also für mich ist das Thema Mindestlohn jetzt keine singuläre Maßnahme, sondern es kann sein, wenn man diese Stellschraube verändert, dann haben Sie kostenintensive Änderungen auch vielleicht an anderer Stelle. Wie sehen Sie das Thema? Sehe ich nicht so pessimistisch. Als wir den Mindestlohn eingeführt haben in der letzten Wahlperiode oder Anfang dieser Wahlperiode auch noch verändert haben, waren die Cassandra-Rufe relativ hoch und stark. Der Untergang ganzer Branchen wurde uns prognostiziert. Uns ist nicht eingetreten. Ganz im Gegenteil, es hat vielen, vielen Menschen in ihrer persönlichen Situation weitergeholfen. Es hat auch die Effekte des höheren Konsums gehabt, weil der Mindestlohn, wie der Name schon sagt, ein Mindestlohn ist und dort weniger gespart wird an dem Lohn, sondern mehr konsumiert wird, umgesetzt wird. Das hat auch die Steuerlandschaft ein bisschen verbessert. Also es ist alles nicht eingetreten, was prognostiziert wurde von interessierter Seite, dass letztlich die Wirtschaft oder einzelne Wirtschaftsbranchen darunter quasi konkurrenzlos werden und letztlich dann auch Schwierigkeiten bekommen. Ich glaube aber für viele, viele Branchen ist es sowieso kein Thema, weil der Tariflohn gerade in Ihrem Bereich meistens deutlich drüber liegt in vielen Branchen. Insoweit es gibt eine aktuelle Untersuchung, die das genau untersucht hat. Alle Lohngruppen über die Tarifverträge hinweg, 20% liegen unter den 12 Euro. Das ist eine erhebliche Eingriffintensität. Das war damals 2015, als er eingeführt wurde, nur 6%, ist also über dreimal höher. Haben Sie da kein Vertrauen in die Arbeit und Kompetenz der Mindestlohnkommission? Doch, Vertrauen schon. Letztlich ist es aber nicht altersfest und das ist der Maßstab. Es reicht nicht aus. Wenn jemand mit 10 Euro, 10,50 Euro Stand heute 40 Jahre arbeitet, hat er eine Rente, die unterhalb der Grundsicherung liegt. Und dann wird er ergänzende Hilfe erhalten. Und das kann eigentlich nicht Sinn und Zweck der Übung sein. Wenn jemand tatsächlich ein ordentliches Arbeitsleben durchläuft, muss er, und das ist auch der Respekt vor seiner Lebensleistung, muss er am Ende ohne weitere Unterstützung auskommen können. Und daran orientiert sich auch für mich die Mindestlohndebatte. Herr Petri, ein anderer Aspekt, der uns von unseren Unternehmen hier mehrfach auch genannt wurde, Zeitarbeit, Werkverträge. Die Regeln dazu sind in den letzten Jahren auch auf Initiative Ihrer Partei weiter verschärft worden. Stichworte lauten Höchstüberlassungsdauer, gleiche Bezahlung. In unserer Umfrage ist sehr deutlich zum Ausdruck gekommen, dass gerade der Mittelstand weitere Regulierungen hier ablehnt, weil Zeitarbeit, Werkverträge elementare Elemente sind, unverzichtbar für eine moderne Arbeitswelt. Auch hier haben wir ein kleines Statement aus der Wirtschaft. Als Unternehmerin im industriellen Mittelstand sind mir Bürokratieabbau, Steuererleichterungen
und auch das Thema Zeitarbeit wichtige Anliegen. Wir finden über die Zeitarbeit neue Arbeitskräfte und können Auftragsspitzen abbauen. Wie werden Sie die Themen priorisieren, wenn Sie an der Regierung beteiligt sind? Ja, hat Frau Simon hier Unrecht, wenn sie mit Blick auf ihr Programm da weitere Regulierungen fürchtet? Also die Zeitarbeit und die Leiharbeit ist auch bei uns ein anerkanntes Mittel, dass ein Unternehmen ihre Arbeitsproduktionswelt gestalten kann. Der Anteil in einem Unternehmen, das ist das Erste, was wir reguliert haben und auch weiterhin ein Auge darauf haben. Das andere ist die Bezahlung der Zeit- und Leiharbeiten und auch die, sag ich mal, die entsprechend arbeitsrechtliche Absicherung. Da könnte es durchaus noch weitere Regelungen geben. Ich denke mal an die Mitbestimmung der Zeit- und Leiharbeiter, an die Kündigungsfristen bzw. an das Beschäftigungsverhältnis generell, der rechtliche Rahmen. Aber es soll nicht so reguliert werden, das ist meine feste Auffassung, dass es kein praktisches Instrument mehr ist. Es soll tatsächlich ja dem Zweck dienen, dass Sie, wie Frau Simon dies auch in Ihrem Beitrag genannt hat, dass Sie sehr flexibel an Ihrer Auftragslage orientiert oder an Ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit orientiert dieses Instrument einsetzen kann. Das soll auf jeden Fall bei allen Gedankenspielen, die wir haben, bleiben und steht auch irgendwo oben über dem Ganzen. Ich würde gerne mit Ihnen noch ein Thema anreißen, das viele Unternehmen hier mit Sorge umtreibt, Steuern und Finanzen. Wenn ich Ihr Steuerkonzept mal mit einem Satz zusammenfasse, würde ich sagen, dem, der hat, dem wird genommen. Vielleicht so ein bisschen der Reihe nach, mal beginnend mit der Erbschaftssteuer. Die wollen Sie reformieren. Sie schreiben, ich zitiere, dass vermögende Unternehmenserben bevorzugt werden mit einer effektiven Mindestbesteuerung werden wir die Überprivilegierung großer Betriebsvermögen abschaffen. Wenn ich die internationale Diskussion um Erbschaftssteuer mal zusammenfasse, würde ich sagen, viel Lärm um nichts. OECD hat jetzt auch unlängst veröffentlicht, dass so ja, das Aufkommen so im Vergleich zu Gesamtsteuereinnahmen bei den OECD-Ländern bei sagenhaften 0,53% liegt, in Deutschland 0,52%. Ein Drittel der OECD-Staaten hat die Erbschaftssteuer abgeschafft in den letzten Jahren, jüngst Österreich auch, andere haben es gar nicht erst eingeführt. Warum halten Sie da so fest, was ist für Sie so attraktiv an der Erbschaftssteuer? Ja, letztlich ist es ein Vermögensübergang und dort, wo es übergeht, bei jemandem auch ein Vermögenszuwachs. Und auch in anderen Steuerarten wird dies entsprechend die Bemessungsgrundlage zur Besteuerung sein. Das ist das Generelle, glaube ich, was dahinter steht. Ich habe, glaube ich, vorhin schon mal kurz erwähnt, dass ich mit der jetzigen Erbschaftssteuerregelung nicht einverstanden bin. Ich habe auch damals im Deutschen Bundestag als einziger Sozialdemokrat dagegen gestimmt. Das ist nämlich eine Neffen- und Nichtensteuer. Und bietet nicht ausreichend Flexibilität für Betriebsübergänge zum Beispiel. Das ist für mich ein großes Problem. Ich darf ja nicht nur vor der Wahl, sondern auch ständig Gast in verschiedenen Unternehmen sein. Und da hört man letztlich mehrere Probleme. Eins davon ist der Unternehmensübergang, wenn kein familiärer Nachfolger da ist. Und das müssen wir lösen, wenn wir den Standort mit entsprechend guten Industrie-, Handwerks- und Handelsbetrieben so stark fortführen wollen, glaube ich, dass da eine Reform notwendig ist. Und da würde ich zunächst einmal den Hebel ansetzen und habe da auch mit den Experten aus dem Finanzministerium und mit Olaf Scholz tatsächlich ausreichend starke Mitstreiter, die das auch umsetzen wollen. Jetzt wollen Sie ja neben der Erhöhung des Erbschaftssteueraufkommens auch noch weitere Mehrbelastungen für die Unternehmen erreichen. Höhere Spitzensteuersätze ist ein Punkt für das Einkommen, Beibehaltung Solidaritätsbeitrag für hohe Einkommen und die Vermögenssteuer trotz so vieler ernstzunehmender Bedenken von Experten wieder einführen. All das in der Situation, wo doch die Politik eigentlich alles daran setzen sollte, nach diesen mehrfachen Lockdowns auch den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ihre Eigenkapitalquoten endlich wieder zu verbessern. Also sind Mehrbelastungen der Wirtschaft wirklich der richtige Weg, um hier Innovationskraft, Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und Beschäftigung zu sichern? Also die Zahlen, die ich kenne aus den letzten Jahren, weisen nicht unbedingt auf eine permanent steigende Mehrbelastung hin.
Also insoweit ist das der Instrumentenkoffer, den Sie genannt haben, da. Am Ende muss man gucken, was tatsächlich dabei rauskam. Machen wir mal ein Beispiel der Vermögensteuer. Die ist für hohe Vermögen, sehr hohe Vermögen, bei 1% angesetzt. Das ist so ungefähr, ich mache mal ein bisschen flapsig, das ist der Beitrag, den ein Arbeitnehmer seiner Gewerkschaft vom Bruttolohn zahlen soll, wenn er dort Mitglied ist und den Schutz und die Leistungen in Anspruch nimmt. Es steckt dahinter, dass starke Schultern auch viel tragen und dass wir auch letztlich Respekt auch vor den starken Schultern haben. Ich glaube schon, dass das vertretbar ist. Im Übrigen sind dann auch Betriebsvermögen letztlich gesondert zu behandeln in dem Modell der SPD. Es geht also nicht nur nicht an die Substanzschmälerung, die oftmals als Befürchtung im Raum steht. Ich glaube schon, dass das Gesamtpaket vertretbar ist und keine zusätzliche, wirklich tatsächlich essentielle Belastung im Unternehmensbereich darstellen wird. Wenn Sie sagen, es geht nicht an die Substanz, ans Betriebsvermögen, dann ist es ja gerade auch bei familiengeführten Unternehmen sehr, sehr schwierig, das individuelle Vermögen zu bewerten, das auch abzugrenzen vom Betriebsvermögen, wo ja große Teile des Vermögens in Produktionsmitteln auch gebunden sind. Das ist richtig, das muss auch ausreichend gut konkretisiert sein, dass genau diese Abtrennung auch zur Zufriedenheit, sage ich mal, oder zur weniger Belastung letztlich in den Familienunternehmen führt. Da bin ich völlig dabei. Da muss man die Modelle so entsprechend gestalten, dass genau das nicht das große Problem darstellt. Insoweit glaube ich aber, dass die Verantwortlichkeit, die in Deutschland von den Unternehmen wahrgenommen wird, ausreichend hoch ist. Die Verantwortlichkeit gegenüber der Gesellschaft auch immer sehr stark getragen wurde, wovor ich großen Respekt habe. Das ist die Bereitstellung der Arbeitskräfte, das ist die Finanzierung in wesentlichen Teilen des Staatswesens. Das soll auch weiterhin so sein und das soll auch nach unserem Modell in einem partnerschaftlichen Einvernehmen sein. Wir glauben allerdings, dass es nach wie vor einen starken Anteil der Finanzierung des Gemeinwesens aus diesem Bereich geben muss. Und insoweit sind die Vorschläge auch zu verstehen. Mit welchem Partner würden Sie bei einer Regierungsbeteiligung diese Dinge am liebsten umsetzen? Das ist die berühmte Wünsch-dir-was-Frage. Also am liebsten würde ich es ja gerne alleine machen, aber ich glaube nicht, dass das Wahlergebnis das hergibt. Ansonsten sind mir die demokratischen Partner alle ganz lieb. Wir haben Voraussetzungen definiert, jetzt unabhängig vom wirtschaftlichen Bereich, auch in der Außen- und Sicherheitspolitik. Dann fällt der eine oder andere schon raus, Stand jetzt. Insoweit wäre mir selbstverständlich am liebsten, wenn wir eine Koalition der Demokraten hinbekommen, wo im Koalitionsvertrag der rote Daumen als Abdruck ganz, ganz stark zu erkennen ist. Da gehören die Linken auch zu? Die Linken schließe ich nicht von vornherein aus, falls das der Hintergrund der Frage ist, aber zurzeit schließen die sich selber aus, weil sie zum Beispiel in der Frage NATO-Mitgliedschaft oder Außeneinsätze tatsächlich eine mit uns unvereinbare Haltung darlegen. Von daher ist das für mich jetzt aktuell eher nur ein Wahlkampfthema von der anderen Seite, weil da offensichtlich die Themen ein bisschen schwierig sind, aber kein wirklich tatsächlich inhaltliches Problem. Kanzlerkandidat Scholz hat da natürlich klare Bedingungen genannt, klares Bekenntnis zur NATO, klares Bekenntnis zum Wirtschaftswachstum. Hier wird man die Politik dann auch sicher beim Wort nehmen. Kurze Frage zum Abschluss. Was muss so aus Ihrer Sicht am 26. September, am Tag der Wahl, passiert sein, damit es für Sie persönlich ein perfekter Wahlabend wird und wie werden Sie den verbringen? Also perfekt wäre er, wenn die AfD rausfliegt. So, dann wäre ich wirklich schon happy. Das wäre für mich schon 90% super, weil ich die Vertreterinnen und Vertreter die letzten Jahre erleiden durfte. Und das ist nichts Gutes für Deutschland, auch nicht für den Wirtschaftsstandort. Das wäre schon mal sehr perfekt. Perfekt wäre es auch, wenn wir ein sehr gutes Ergebnis haben und ich weitermachen darf. Insoweit würde ich mich da sehr freuen, weil ich da jetzt in den Jahren mir einiges aufgebaut habe, auch an Kontakten, an Ideen, die ich einbringen will. Also insoweit wäre das schön. Dann, wenn das der Fall ist, haben wir auch eine Möglichkeit, eine Gestaltungsmehrheit mit Federführung der SPD hinzubekommen. Also das wäre der perfekte Abend. Wo ich den verbringen werde, wahrscheinlich in meinem Heimatort. Mal schauen wir mal, welche Lokalität da das beste Forum bietet. Herr Petri, ich danke Ihnen ganz herzlich für unser Gespräch. Vielen Dank.